Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer PyTorch-Tutorial-Reihe. Heute starten wir mit einem neuen Mini-Projekt, oder was heißt Mini-Projekt, das sind schon richtige Projekte hier. Und wir wollen heute mit Reinforcement Learning anfangen. So, hoffentlich wisst ihr jetzt zumindest grob, was Reinforcement Learning ist, denn es soll heute nicht darum gehen, was es ist, sondern wir wollen es praktisch programmieren. Das heißt, ja, wie gesagt, ich habe da natürlich auch Videos dazu, falls ihr das noch nicht wisst. Ansonsten würde ich euch einfach kurz bitten, die mal anzugucken. Okay. Gut, also was ist das Ziel heute? Wir haben das Ding hier, kennt ihr höchstwahrscheinlich, das ist so ziemlich das bekannteste Reinforcement Learning Beispiel überhaupt. Aber Reinforcement Learning ist eigentlich sozusagen Lernen durch Belohnung und durch Bestrafung. Und man möchte jetzt sozusagen unserem neuronalen Netz beibringen, es ist gut, wenn der Stecken oben ist und wenn er rumfliegt, also wenn er umfällt, dann hast du verloren. Und man möchte logischerweise nicht verlieren. Das ist ein super Beispiel, um ins Reinforcement Learning reinzukommen. Generell wird aber dieses Reinforcement Learning hauptsächlich für Spiele angewendet. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, Tic-Tac-Toe ist ein bisschen zu einfach, aber denkt an sowas wie Schach oder Googles Schachcomputer bzw. Schach-AI und Googles Go-AI, also AlphaGo und so weiter. Das sind Reinforcement Learning-KIs. Und ja, die werden eben so geschrieben, wie wir das heute mit unserem Cardpole hier machen wollen. Ist ein bisschen mehr noch dahinter, klar. Ich meine, sonst hätten sie nicht irgendwelche weltbesten Spieler geschlagen, aber zumindest die Funktionalität oder das Prinzip dahinter wollen wir uns heute angucken. Funktioniert übrigens auch richtig toll für Handyspiele oder sowas. Genau. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir wollen natürlich hier unten, also wir können nur dieses schwarze Teil nach rechts oder nach links bewegen. Was anderes können wir nicht machen. Dieser Stecken hier, der hat eine kleine Schwerkraft und wenn der zu lange hier ist, dann fliegt der logischerweise hier langsam, sehr langsam in diese Richtung hier um. Und wenn wir natürlich unser schwarzes Teil hier nach links bewegen, dann fällt er ein bisschen mehr in die rechte Richtung. Das heißt, wir müssen immer so leicht hin und her bewegen und das Ding balancieren. Und genau das wollen wir programmieren. Wir fangen quasi von vorne an, allerdings habe ich hier natürlich schon mal die Standard-Imports für euch, also Import-Torch brauchen wir, logischerweise brauchen wir auch, wir werden das Ding übrigens, also diesen Cardpole werden wir nicht selber schreiben, da gibt es eine super Python-Bibliothek, weswegen ich den auch genommen habe. Wir nehmen natürlich torch.nn als nn, wir brauchen logischerweise später auch ein Optimizer, torch.optim. As optim, dann brauchen wir from, logischerweise die Variablen wieder, torch.autograd as variable, nicht as import variable. So, das sind auf jeden Fall mal die Standard-Dinger. Dann brauchen wir allerdings noch die Transformation, das heißt, wir wollen torch vision.transforms. Wir arbeiten nämlich nur mit dem Bild als Input sozusagen, beziehungsweise, ja, wir werden gleich sehen, wie wir den Input bekommen. Und wir brauchen hier natürlich noch unsere Transformation, die kennen wir ja alle schon. So, jetzt die etwas ungewöhnlicheren Imports, beziehungsweise was heißt ungewöhnlich? Wir brauchen natürlich als allererstes mal die Matplotlib. Vielleicht brauchen wir die nachher noch. Also theoretisch sollte man es immer plotten, das ist immer eine gute Idee. Mal schauen, ob wir das hier noch einbauen. Das werden wir uns dann noch überlegen. So, und dann brauchen wir eine wichtige Sache und die müssen wir zuerst einmal installieren. Das geht wunderbar über pip. Das heißt, wir installieren uns sozusagen die Bibliothek, die uns dieses Cardpole-Dingens hier zur Verfügung stellt. Und da gibt es auch eine wunderbare Bibliothek dazu, die nennt sich Jim. Das heißt, ihr macht hier einfach, wenn ihr unter Linux seid, braucht ihr ein sudo, ansonsten braucht ihr das nicht. Pip install Jim. Und das ist es auch schon, das enthält sozusagen alles, was ihr dafür braucht. Okay, cool. Jetzt folgende Situation. Ja, okay, das war der Nachbar, der wieder mal ein Paket abholen wollte. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal eine neue Environment. Das heißt, normalerweise hat man immer so eine Spieloberfläche oder ein Spielenvironment. Das funktioniert wunderbar easy, indem man hier einfach über jim.make diese Environment bauen kann. Und das Ding nennt sich cardpole-v0. Das ist ziemlich easy eigentlich. Jetzt müssen wir das ganze Ding noch auspacken. Achso, ich habe Jim noch nicht importiert. Haha, ganz klar, dass es da nicht funktioniert. Import Jim natürlich. Logischerweise, wir brauchen natürlich die Library, die wir gerade extra runtergeladen haben. Unwrapped. Okay, was das macht, werden wir gleich sehen. Das werden wir noch sehr, sehr ausgiebig hier benutzen. Allerdings ist das jetzt einfach sozusagen dieses Cardpole-Dingens, zumindest ganz grob. Wir werden es uns gleich noch angucken.
So, jetzt die Matplotlib. Brauchen wir dieses Mal nicht nur hier zum Plotten, sondern wir brauchen sie auch zum Anzeigen. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir brauchen als allererstes mal ein If, denn jetzt müssen wir die Matplotlib hier richtig sozusagen initialisieren für die für das Hintergrunddingens, was da im Hintergrund läuft. Und je nachdem müssen wir noch was Separates importieren. Damit das Ganze für alle Plattformen funktioniert, brauchen wir das hier. Das heißt, wenn inline in matplotlib.backend ist, getbackend, sorry, dann wollen wir natürlich, oder was heißt natürlich, dann wollen wir was importieren, ansonsten wollen wir das lassen. From IPython import display, display, was ihr natürlich bei mir nicht findet, weil bei mir ist dieses Dingens nicht da. Ich habe sozusagen hier wird bei mir ein false rauskommen, das heißt, wir brauchen das hier in meinem Fall nicht. Aber in manchen Systemen braucht ihr das und das kann natürlich sein, dass das bei euch der Fall ist, deswegen diese Zeile hier sozusagen, damit es überall auch wirklich läuft. Und dann nehmen wir hier plot.ion oder ion und So, wozu ist dieser ION oder dieser ION? Das steht für Interactive Mode On. Warum man das nicht ausschreiben konnte, fragt mich bitte nicht. Aber das ist so ein bisschen der Trick dabei, wenn man jetzt hier ein interaktives Plotten möglich machen möchte, sozusagen eben dieses Spiel anzeigen möchte oder so. Genau, okay, jetzt brauchen wir noch eine weitere Kleinigkeit und zwar, wir brauchen natürlich ein paar Variablen. Und da möchte ich auch euch dieses Mal einen kleinen Trick zeigen, der ist ziemlich geil. Denn ihr könnt hier einfach sagen, ich möchte jetzt ab sofort alle Tensoren auf der Grafikkarte laufen lassen, wenn die Grafikkarte verfügbar ist, ansonsten eben nicht. Und das ist ein ziemlich cooles Teil, also sozusagen ein kleiner Trick, den könnt ihr eigentlich echt immer anwenden, wenn ihr eben Float, Long oder Byte-Tensoren benutzt. Und wir machen das jetzt hier mal. Float-Tensor, wir definieren das einfach quasi neu. Wir sagen, Float-Tensor ist definiert als torch.cuda, Float-Tensor. Das ist da drin. Oder der normale Tensor, also der normale Float-Tensor, der auf der CPU läuft, der sieht so aus. Das heißt, ihr könnt, also das ist der Standard-Float-Tensor, aber ihr könnt euch jetzt sozusagen euren Import so definieren, dass wenn ihr Float-Tensor schreibt, dass dann immer der CUDA-Float-Tensor genommen wird. Klar, in manchen Fällen, also wenn ihr eure Grafikkarte nicht benutzen wollt, dann dürft ihr das natürlich nicht schreiben, hier dieses mit dem CUDA, aber wenn ihr immer eure Grafikkarte nutzen wollt, dann ist das natürlich super gut. Okay, LongTensor ist gleich torch.cuda.longTensor und dasselbe machen wir mit ByteTensor. ByteTensor ist gleich torch.cuda.byteTensor. Byte Storage ist das Falsche. Und dann definieren wir unseren normalen Tensor einfach als ganz normalen Float-Tensor wieder. Wobei, jetzt müssen wir natürlich sagen, der Tensor ist der Float-Tensor, also ist es der hier, also ist es der CUDA-Float-Tensor, nicht mehr der normale Tensor. Das heißt, wenn man normalerweise Tensor schreibt, dann landet man auch auf der CPU. Und so hat man direkt einfach alles auf der GPU. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. So geht natürlich, so müssen wir uns da später nicht mehr drum kümmern. Das ist ein kleiner Trick, den habe ich gefunden, den fand ich eigentlich super hilfreich. Okay, und ja, das ist es erstmal für dieses Video sozusagen, das Setup. Ich weiß, heute nicht so viel, ein bisschen mehr Gelaber und ja, aber ein paar Tricks, ein paar coole Tricks eigentlich. Und für was wir diesen Interactive Mode noch brauchen, das werden wir uns gleich noch oder im nächsten Video dann angucken. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.